Freunde, was geht ab? Heute ein Banger nach dem anderen auf dem Betzenberg. Der Wahnsinn, Freunde. Also, Lautern gegen HSV. Ich bin gespannt. Heute unterstützen wir unsere Freunde aus Lautern. Das wird eine Partie, Freunde. Zwei riesen Fanbases treffen aufeinander. Ich bin gespannt, was spielerisch heute auf dem Platz steht. Lautern, HSV, die können beide Gas geben. Beide Teams haben was drauf. Beide Fanbases haben was drauf. Freunde, ich erwarte heute Pyro, Choreo. Das kann man auf jeden Fall von diesen zwei Mannschaften, von diesen zwei Vereinen oder von diesen zwei Fanbases erwarten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was heute auf dem Betzenberg los ist. Und das wird Abriss heute, Freunde. Ein Banger nach dem anderen auf dem Betze. Das gibt's nicht echt. Freunde, wir stehen kurz vor den 6.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte euch was zurückgeben. Wenn wir die 6.000 erreichen, gibt es ein dickes Gewinnspiel. Deswegen, ihr wisst Bescheid, lasst ein Abo da, Freunde. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Viel Spaß mit dem Stadionbild. Also, Freunde, sind wir angekommen in Lautern. Boah, war eine lange Fahrt, 2,5 Stunden. Aber hey, ist in Ordnung. Ich würde sagen, let's go. Auf ins Stadion, auf geht's. Freunde, 1,5 Stunden vorher in das Stadion. Ja, sind schon einige Leute da. Die Hamburger, drüben die ganzen Lautern-Fans, kann man schon mal machen. Ich gehe mir mal was zum Trinken holen, let's go. Also Freunde, Getränke haben wir geholt, zack, hier unten, wenn man sieht, ja, passt schon, ne? Zwei Panda, alles in Ordnung. Ich habe mir jetzt hingehockt und ja, Freunde, es ist so warm, das ist unglaublich. Boah, ich schwitze mir hier einen ab, das ist der Wahnsinn. Hier VfB-Kollegen. Ja, waren auch kurz am Fotos geschossen. Ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, Freunde, was heute abgeht. Drüben, ich hab mitbekommen, dass heute eine Choreo geben soll. Ich bin gespannt. Ich hoffe von Lautern, das wäre geil, Freunde. Ich feiere es. Also, ich würde sagen, let's go. Schauen wir mal, was das Spiel so bringt. Ja, ist noch ja, eine Dreiviertelstunde. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Da kommen wir, Freunde. Die ersten Spieler. Kann man machen. Und Freunde, ihr hört schon das Gepfeife. Da kommen die HSV-Torhüter. Ei, ei, ei. Freunde, seht ihr die zwei mit dem VfB-Trikot und überall noch Lautern. Das ist die Freundschaft. VfB und Lautern. Sauber. Freunde, da sieht man, hier die HSVler, drüben die Lautern-Spieler, machen sich gerade beide Teams warm. Noch halbe Stunde, Freunde. Oh, Freunde, 45 Jahre Fanclub beim FCK. Boah, Wahnsinn. Freunde, 15 Minuten noch. Auf geht's, Lautern. Ich glaube an euch, Leute, ich komme in Hamburg hier. Ja, sieht gut aus, kann man nichts sagen. Aber doch nicht während diesem Lied hier. Schade. Und natürlich lässt Lautern nicht auf sich warten. Oh, es sieht geil aus. Der Betzenberg. Oh, Freunde. Das ist genau das, was ich erwartet habe von diesen beiden Mannschaften. Hammer. Kann man gar nichts sagen. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Der Betzenberg brennt, Freunde. Auf der einen Seite blau, auf der anderen Seite rot. Oh, hervorragend. Hervorragend.
das habe ich erwartet. Schaut es euch an, wie es so ausschaut. Oh, Wahnsinn. Brutal, Freunde. So ab, Freunde. Schaut es euch an. Und auf der Seite geht es hier weiter. Boah, hervorragend. Das ist der Betzenberg, meine Freunde. Unglaublich. Freunde, die Spieler sind draußen. Die beiden Fanlager hier eskalieren, machen brutale Stimmung. Eine Seite in Blau, die andere Seite in Rot-Weiß. Und das ist der Wahnsinn, Freunde. Viel Glück an beide Teams. Let's go. Was für eine Stimmung. Okay. Hamburg will es komplett wissen jetzt. Eieiei. Das Spiel hat gerade angefangen. Hier haben sie aufgehört. Und hier geht es jetzt richtig los. Boah, wie ich das feier. Das ist krass. Das ist echt krass. Die 15 Minuten sind gespielt, aber ist noch nicht viel passiert. Weiter geht's mit dem Eckball für Lautern. Auf geht's. Oh, was war denn das? Ist schon ausgerutscht. Ich höre einfach meine eigene Stimme nicht mehr. Eieiei. Eckball lauter. Auf geht's. Freunde, eine halbe Stunde ist zwar gespielt, aber irgendwie spielerisch geht von beiden Teams nicht so viel. Schade, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ja, passt schon. Krieg mal hin. Ich denke, da wird noch was passieren. Schauen wir mal. Sage ich doch, da geht nicht so viel. Und im nächsten Angriff 1-0 für Lautern. Ist schon der Wahnsinn. Unglaublich.
einfach 1-0, obwohl nichts ging. Kann man machen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, der war drin. Oh mein Gott. Komm, mach sie. Freunde, so ein Ball muss er doch viel früher abfrieren. Ich glaube, der hat den hinteren Mann gar nicht kommen sehen. Schade. Alter, Alter, Alter. Du kannst aber hinterholen. Konter. Rot, oder? Das muss rot sein. Das muss auch rot sein. Sag mal. Freunde, die erste Halbzeit ist rum. Lautern 1-0. Freunde, die Spieler sind gerade rausgekommen. Zweite Halbzeit geht jetzt jeden Augenblick los. Ja, kurz zur ersten Halbzeit. Also, ich finde spielerisch ging die erste halbe Stunde gar nicht mal so viel. Da war eher so ein ruhiges Spiel. Ein, zwei Angriffe vom HSV, ein, zwei von Lautern, ein paar Ecken. War jetzt nicht so viel drin, aber ab der 30. so nach dem Tor, da ging schon einiges, muss man sagen. Ja, also letzte Viertelstunde hat mir gefallen und ich bin optimistisch, dass die zweite Halbzeit da ein bisschen lebendiger wird als die erste. Bin immer gespannt und würde sagen, let's go, viel Spaß mit der zweiten. Punkte, das muss jetzt sein. Auf Lautern! 0! Der Stimmung. Ey, super Stimmung, Freunde. Kann man nichts sagen. Es geht weiter mit einem Freistoß für Lautern. Ihr hört schon die Fans. Die drehen hier durch. Die haben Bock auf das Spiel. Let's go. Macht das 3-0. Auf geht's. Das gibt's doch nicht. Ja, die HSV-Fans drehen natürlich direkt durch. Büro läuft. Ja, Freunde, wenn du als Torwart rauskommst und der Ball direkt auf dich zukommt, dann hast du den weg zu brauchen. Ja, der Ball muss da weg. Klar, der Verteidiger schubt den ein bisschen, aber weiß ich nicht. Ist schon Torwartfehler, meiner Meinung nach. Schade. Aber auf geht's, Lautern. 3 Punkte heute. Auf geht's. Freunde, kann man sagen, was man will. Brutal. Wahnsinn, echt. Freunde, ich hoffe nur, dass die Chance am Ende uns nicht zum Verhängnis wird. Eieieiei, die muss doch sitzen.
HSV-Fans haben wieder Lust auf Pyro. Ja, kann man schon machen. Das ist schon gefährlich. Also Freunde, 75. Spielminute. Und ich würde sagen, für die letzten 15, 20 Minuten HSV viel stärker. Ich hoffe, dass da kein Ausgleich kommt. Ich sage auch, der HSV drückt. Das wird noch ziemlich knapp hier. Letzte 8 Minuten. Wenn jetzt das 3-1 kommt, da geht ihr die Bosch ab, glaubt mir, ey. Das wär's jetzt. Oh! Weiter geht's. Komm, komm, weiter, weiter, weiter. Schade. Freunde, kommt noch ein paar Minuten, ey. Das schafft ihr, auf geht's. Eckball, HSV. Kommt eine Minute plus Nachspielzeit. Auf geht's, auf geht's. Der nächste Eckball. Raus, 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 raus. Jetzt kommt er auf. Und was sagt er? 5 Minuten. Oh. Ich habe ihn schon drin gesehen, Freunde. Ich habe ihn schon drin gesehen, das gibt's nicht. Auf Lautern, auf geht's. Das war's, oder? Das muss es doch gewesen sein. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Sag mal! Das kann's doch nicht wahr sein! Mein Gott, ey, das gibt's doch nicht. Freunde, das gibt's nicht. Der Schiri pfeift direkt ab. Das war der letzte Angriff. Freunde, und der HSV kommt einfach nochmal. Das gibt's nicht. Der Schiri hat abgepfiffen. Unentschieden, ey, das gibt's doch nicht. Ich melde mich gleich, wenn ich hier raus bin. Das kann's nicht sein. Also Freunde, ich bin raus aus dem Stadion und ja, ihr seht schon, ich bin im Auto und ja, Freunde, was soll ich sagen? Krasses Spiel, muss man sagen. Geiles Spiel. Klar, ich war pro Lautern, muss man einfach sagen, aber wir haben halt eine Fanfreundschaft hier. Ich bin VfB-Fan. Wir haben eine Wir haben eine Fanfreundschaft mit Kaiserslautern, deswegen natürlich war ich pro Lautern, aber nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen den HSV, ganz im Gegenteil, krasse Fans habt ihr, wirklich. Heute, das war
Das war Bundesliga-reif. Also die Leute sagen ja, zweite Liga hat krassere Fans als Bundesliga. Wenn ich halt sowas wie Lautern und HSV sehe, ja, Bestätigung, kann man nichts sagen. Geile Choreo, geil, Pyro, Myro, feiere ich alles voll ab, wenn sowas ist. Und das Spiel, klar, ich hätte mir einen Sieg für Lautern gewünscht, aber ist halt so. HSV hat am Ende mehr getan fürs Spiel, verdient 2-2, kann man nichts sagen. Lautern hätte das 3-1 auch machen können, haben sie nicht gemacht. Freunde, dann ist es eben so. Dann teilt man sich die Punkte und das geht auch in Ordnung, kann man nichts sagen. HSV, geiler Verein, ihr habt mich überzeugt. Geile Fans, Lautern braucht man nicht drüber reden. Braucht man gar nichts sagen. Geiles Spiel gewesen, geile Fans. Ich bin mir auch sicher, der Vlog wird euch mega gefallen. Ja, Freunde, wir sind auf dem besten Weg, die 6.000 Abonnenten zu knacken. Ich will ein Gewinnspiel starten und ich will auch die 6K erreichen endlich. Lasst ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen, Stuttgart gegen Dortmund. Das wird auch wieder ein Banger. Also Freunde, macht's gut. Ciao.